Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren grandiosen Folge Assassin's Creed Valhalla Zorn der Druiden DLC, Freunde. Ja, beim letzten Mal haben wir ja glorreich diese Ringburg eingenommen. Es war wirklich ein Fest, Freunde. Es war schön. Es war so schön. Actionreich. Auf jeden Fall haben wir einiges erledigt. Und hier machen wir jetzt weiter, Freunde. Auf jeden Fall danke für das Feedback an die Leute, die auch ein bisschen Feedback dalassen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Checkt wie immer natürlich gerne auch die Videobeschreibung ab, Freunde. Und folgt mir gerne auf Social Media und Twitch. Ich überlege mir nämlich, und ich werde es, glaube ich, machen. Ich glaube, diesmal werde ich es machen. Ich wollte es eigentlich schon zum Hauptspiel machen. Aber da war so viel zu tun, dass ich kaum gestreamt habe. Bis gar nicht, glaube ich sogar. Ich will jetzt, dieses Video kommt am Montag. Ich will am Montag 19 Uhr, gegen 19 Uhr ist sowieso meine Zeit. Montag und Mittwoch 19 Uhr streame ich meistens. Also ich versuche es zumindest einzuhalten in den letzten Wochen. Werde ich diesmal ein bisschen Assassin's Creed spielen. Nicht die Story vorantreiben, sondern hier so ein paar Handelsposten einnehmen, vielleicht ein paar Nebenmissionen machen und die Karte so ein bisschen aufdecken. Das kann ich ja ganz gut im Stream machen mit euch gemeinsam vielleicht. Bin dann quasi auch vorbereitet für das Let's Play. Und wir können währenddessen ein bisschen quatschen. Also wenn ihr Bock habt, alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, kommen wir weiter. Du singst voll Hingabe. Es ist das Klagelied von Lear Fall, des uralten Steins, den du bei der Krönung sahst. Der Stein erschien zu... Der Legende nach bringt der Stein Kummer. In dem Lied heißt es aber, wenn Irland jemals Gefahr drohe, würde der Stein einen Sturm der Wunder regnen. Woher kommt die Weisheit dieses Liedes? Ich weiß es nicht, aber meine Mutter sang es immer. Deren Mutter ebenso. Und ihre Mutter. Und ihre. Zurück bis zur allerersten Frau auf der Insel. Nur der Klang der Worte verbindet mich mit meinen Vorfahren und diesem fruchtbaren Boden. Welch ein Glück. Ich habe mein Land weit hinter mir gelassen. Man muss nicht fortgehen, um die Veränderungen des Landes unter den Füßen zu spüren. Deswegen sitze ich an diesem Hof fest wie eine tanzende Ziege. Sicherlich könntest du jederzeit gehen, wenn du willst. Das kann und werde ich. Aber nicht bis Flan ganz Irland beherrscht. Ist er denn solch ein großer Mann? Er versteht, dass König zu sein bedeutet, der König aller zu sein. Zwar bin ich Heidin, doch machte er mich zur Hofdichterin. Er achtet die alten Weisen. Ich bewundere deine Hingabe. Ich danke dir. Nicht jeder weiß das so zu schätzen. Meint ihr, wir haben eine Chance? Ich probier's, komm. Ich weiß all deine Vorzüge zu schätzen, Kira. Ich habe mehr zu bieten als eine gute Singstimme, falls du das meinst. Ist es das, was du meinst? Ich meine, ob du dich nicht vielleicht eines Nordmanns bedienen willst, der sich allein bei einer bezaubernden Irin wiederfindet. Was hast du doch für ein Redegeschick, Eivor? Ich sage nicht, dass es niemals dazu kommt. Ich verstehe. Da fällt mir ein, Flan schickt mich, dich an sein Erzählgedicht zu erinnern. Er braucht sich nicht sorgen. Ich kenne meine Pflichten. Wenn es so glorreich ist, wie dein Lied schön war... wird Flan sicherlich viele damit gewinnen. Gute Nacht. Wir sehen uns am Morgen. Ruhe sanft. Gute Nacht, Kira. Okay, Freunde. Hoffnung besteht. Drückt die Daumen, Freunde. Was muss man machen, um sie klar zu machen, quasi? Man levelt hier extrem schnell, ne? Baruch bat mich gestern, zu ihm zurückzukehren. Ich sollte mich entschuldigen. Hier ist eine Rüstung, Alter. Ja, auch sowas kann man dann vielleicht eher wirklich im Stream machen. Oder? Das ist... Ah, guck mal hier, obwohl. Lass mich nicht sterben! Nicht schon wieder! Das will ich jetzt ganz kurz mal mitnehmen, die Rüstung. Es ist eh so, ich hätte schon Bock auf eine neue Rüstung, aber das Problem ist, ich müsste die auch erstmal hochleveln und ich habe so wenig Ressourcen, habe ich immer den Eindruck. Keltisches Beinkleid. Okay. Ich häng fest. Einsammeln. Nimm einfach mal alles mit hier. Hier vorne die Kiste auch nochmal ganz kurz. Auf schnelle Welle. Sexy Welle. So. Wo ist der Kollege? Auf der anderen Seite, wa? Ja. Und leveln. Ah, Mann, ey. Was soll ich nehmen? Was soll ich nehmen, Freunde? Was ist eigentlich... Wie viele Punkte braucht man, um den Talentbaum komplett einmal alle Fähigkeiten zu holen? Wie viel braucht man da? Wie viele Punkte? Was war da nochmal ein Maximallevel?
Ich weiß es gar nicht. Komm, nehme ich das hier einfach mal. Was ist das hier? Großschwert. Haben wir zwar nicht, aber scheiß drauf. Nehme ich einfach mit. Schwerer Schaden, okay. Kalte Wut. Du ignorierst Schlagunterbrechungen, während du eine Folge gewünschen. Oh, okay, nice. Nehmen wir mit. Boah, Alter, der Blick ist schon nice, ey. Wie gesagt, ey, Welten können die so gut machen. Welten können die so auch gut machen. Wir brauchen dein... Komm, das Heer wurde vergiftet. Lokis Fluch. Sprich, Hurensohn! Wer? Das ist der Mann, mein König. Du beschuldigst Barret? Er war es, der mir das Gift gab. 7 Silber zahlte er. Der König Düfflins. Mein König? Ich... Nur die Iren wurden vergiftet. Die Dänen sind gesund und munter. Herr... Schmeichelnde Worte und anbiedernde Geschenke, um den Verrat zu verschleiern. Herr, du weißt, dass es nicht wahr sein kann. Nordleute benutzen kein Gift und Barret ist kein arglistiger Mann. Mein König, er war es. Er sagte mir, vergifte die verfluchten Iren, sagte er. Er bedrohte mein Leben. Schweig still! Bring diesen Mann fort! Nein, nein, ich habe nichts getan. Kira, ich setzte dich an meine rechte Seite, weil dein Blick klar ist. Doch diesem Düfflin-Dänen kann ich nicht trauen. Mein König, ich habe dir treu gedient. Schenke ihm dein Vertrauen. Ich sagte still! Dänen kämpfen oft für beide Seiten. Barret, bleib innerhalb dieser Mauern, während ich deine Stellung überdenke. Zuerst muss ich Heilung für meine Krieger finden. Du weißt, mein König, ich habe eine Freundin, die fast jede Krankheit heilen kann. Ach, eine von deinen im Wald verstreut lebenden Heiden? Lass mich mit ihr sprechen. Sie wird ein Mittel finden. Nun gut, geh. Doch nimm einen Krieger zum Schutz mit. Dann wähle ich dich. Suche mich in den Ställen beim Haupttor auf. Barret, du solltest dankbar dafür sein, den Kopf noch auf den Schultern zu tragen. Das bin ich. Bei den Göttern, das bin ich. Okay. Hat der was damit zu tun? Ich weiß ja nicht. Jetzt ist mir auch endlich eingefallen, woher ich seine Stimme kenne. Das ist wie heißt der Schauspieler? Wie heißt der Schauspieler, der hier bei Split mitgespielt hat? Oder Charles Xavier bei X-Men in den neuen X-Men-Filmen? Wie heißt der Schauspieler nochmal? Das ist sein deutscher Synchronsprecher. Wie heißt der nochmal? Oh, das ist voll der krasse Schauspieler. Mir fällt es nicht ein gerade. Suchen wir meine Freundin Yedra. Wer ist diese Heilerin? Eine Druidin. Weise, trotz ihrer Jugend. Bist du bereit? Ja. Ich freue mich darauf, sie zu treffen. Oh, guck mal hier, wie er noch treu steht, weißt du, und wartet auf sein Herrchen. Quasi, auf seinen Herren. Barret. Ich bin enttäuscht, dass Flan die Anschuldigung für denkbar hielt. Das Gift diente zwei Zwecken. Das Heer außer Gefecht setzen und Barret beschuldigen. Aber wer steckt dahinter? Die Krieger husten Blut. Das muss das Gift eines Druidenordens sein. Den Kindern der Danum. Wer sind die? Als die Christen mit Feuer und Schwert kamen, schlossen sich einige Druiden zusammen. Sie schworen sich schließlich, die Christen zu vernichten. Sie wandten sich Mord und Unheil zu. Viele leben in Verkleidung unter den Dorfleuten. Wie steht es um Diedra und andere wie sie? Wahre Druiden stehen gegen die Dannen. Doch sie sind verstreut und stehen nicht im Bunde. Deswegen bin ich so entschlossen, Flan auf den Thron des Hochkönigs von Irland zu helfen. Er wird die Kinder der Danu auslöschen, sodass wahre Druiden das Erbe bewahren können. Okay. Übrigens ist mir jetzt eingefallen, James McAvoy. Genau, so hieß er. Das ist die deutsche Stimme. Erzähl mir mehr über deine Freundin. Yedra ist eine Druidin. Ich kenne sie. Ah, was? Ich dachte, das Pferd folgt automatisch. Mann, ey. Ich mach das ja eigentlich nicht so oft, ey. Aber ich dachte, es wäre mal ganz cool. So ein bisschen zum Entspannen. Druidin. Ich kenne sie seit Jahren. Wir haben zusammen gelernt. Du warst einst eine Druidin? Das war ich. Es gibt so viele Heiden und Druiden, die allein in den Wäldern Irlands leben. Hier entlang, über den Fluss. Alles klar. Boah, hier, ey, guck mal hier, das Auto sieht wieder so schön aus.
Dieses Land ist beunruhigend. Ich bin mir unsicher, ob des Weges. Folge dem Steinpfad, so gut es geht. Ach, jetzt soll ich alleine oder was? Zeig mir, was vor uns liegt. Da vorne wahrscheinlich, oder? Oder was ist das hier alles? Ja. Kommst du mit? Okay, sie kommt mit. Schauen wir doch mal, das wird ja was. Oh! Wölfe! Na, kommt doch! Ist ja richtig motiviert, ey. Leder kriegt man hier schnell zusammen, ne? Hier sind echt. Oh, Alter, einfach weggekickt, die Sau. Ja, damit. Du siehst, wie Connacht der ist. Ein wilder Ort. Hier sind meine Wurzeln. Deirdras Hütte. Sie ist eine Druidin, also etwas. Eigenwillig? Ja. Das passt. Etwas eigenwillig. Irgendwie muss ich ehrlich sagen, ich mag die Stimme. Die Stimme ist eine gute Stimme, aber ich finde, sie passt nicht irgendwie zu ihr, oder? Also. Oder es liegt halt, glaube ich, echt daran, dass ich einfach die ganze Zeit Rose. Was ist das denn hier? Der Speer rührt sich? Was ist das denn hier, Alter? Hier, die Legende von. Wer ist es nochmal? König Arthur, oder? König Arthurs? Nee, Arthur. Egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Kira, bist du endlich bereit, zu den Freuden des Waldes zurückzukehren? Deirdra, das ist Eivor, ein Freund. Leider sind wir hier, um deine Hilfe zu erbitten. Wie schade. Ich hatte gehofft, die Vorzeichen wären falsch. Kinder der Danu? Ja, das Heer Flans speit Blut. Du weißt, was nötig ist. Ich hoffte, du fändest einen anderen Weg. Was soll das bedeuten? Die Kinder der Danu stellten das Gift her. Also haben sie auch den Schlüssel zur Heilung. Bernstein aus dem Saft eines uralten Baums, der ihnen heilig ist. Jedes Kind der Danu trägt einen Splitter dieses Bernsteins. Wird er in das Blut seines Trägers getaucht, setzt der Bernstein die tief in ihm verborgenen Kräfte frei. Ein finsteres Unterfangen. Wie finde ich einen dieser dunklen Druiden? Einer unserer Freunde versuchte herauszufinden, unter welchen Namen die Dänern nun leben. Er hoffte, jemanden namens Zaunkönig zu finden. Dann wurde dieser Freund getötet. Die Dänern sind wahrhaft gefährlich. Du könntest etwas in seinem verlassenen Haus finden. Im Norden, beim Handelsposten von Omleps Hafen, an der Mündung des Waller Asedara. Ich werde diesen Zaunkönig finden, den Bernstein in sein Blut tauchen und danach zurückkehren. Mögen die Geister dich geleiten. Was weiß ich über dieses Kind? Okay. Oh, was geht hier ab? Kinder der Danu, die Danan. Ein geheimnisvoller Druidenorden hat jede Ebene der irischen Gesellschaft unterwandert, um sie zu Fall zu bringen. Finde überall im Irland Hinweise, um sie. Ach so, okay, okay. Enthüllen und Ausschalten der Kinder der Danu. Hinweise findest du. Okay, das ist ja genauso wie der Orden quasi, wa? Ja. Ja. Okay, man sollte wahrscheinlich wie beim Hauptspiel lieber nicht hier genauer drauf gucken. Das ist, also, das habe ich wirklich nicht verstanden. Das ist auch so dämlich gewesen. Da kann auch niemand irgendwas anderes sagen. Es ist so dämlich, wenn du da drauf gehst, um die anzugucken, die Details, dass du vom Optischen her einfach direkt erkennst, wer es ist. Das hat man ja direkt im Hauptspiel gesehen, wer der Obermacker-Boss ist, der König, der eine. Seinen Namen schon wieder vergessen. So unwichtig war der auch. Überblicke das Land, Freundin. Das ist natürlich, sag mal so, nicht sonderlich schlau, oder? Oh, Scheiße! Ich darf mich nicht. Oh, Scheiße, was ist hier denn los? Was ist das denn jetzt hier? Kaum 2 Meter gelaufen, ey. Hoah! Alter, was machen die? Feuerpfeile? Alter, das Bogenvisieren ist so. Was ist hier los? Warum ist hier ein Werwolf, Alter? Das ist doch eine Täuschung, oder? Oh! Ey, was geht hier ab? Alter, was geht hier ab? Verrecke!
Schade, dass die Kamera wieder mal versagt hat. Ich hätte das ganz gerne gesehen. Er ist auch schon tot. Hier gibt es doch bestimmt einen Hinweis, oder? Das sind doch bestimmt die Leute. Sehr schön. Einfach den Kopf zertrampeln, ne? Die sind nicht genug. Dann frisst das halt. Okay. Kiste plündern. Aua. Ist hier noch einer? Ja. Haha, du hängst fest, du Idiot. Idiot! Dummkopf! Kiste plündern. Was ist das hier für ein Ort, Alter? Brauche ich hier wieder meine Leute, wa? Och, jetzt muss ich die extra für eine Kiste rufen, das ist auch... Dann kommen wir her, Jungs. Plündert! So. Ist hier kein Hinweis für den Typen? Aber diese Hinweissuche, das nervt mich halt, weißt du, das nervt mich. Ich mag das nicht, diese endlosen Hinweise suchen, um dann die Leute erst zur Strecke zu bringen, weißt du? Ich bin da nicht so der Überfan. Handelspostenmaterialien, okay, gut. Aber ansonsten ist hier nichts, oder? Ich fühle mich schon stärker. Na gut. Die Küste sind, das ist doch, ja, das ist doch eine Küste. Jetzt müssen wir nur... Ah, oh, überleben erstmal, gut. Verlassene Hütte. Ah. Das muss es doch jetzt. Ist es das? Ja, ist es, glaube ich. Oder? Ja, ja, ja. Okay, da ist der Hinweis. Gut, jetzt schauen wir nochmal, wo der andere ist. Untersuche den Ritualschlund auf einer kleinen Insel im Loch Techet. Na, Rat, okay. Loch Techet. Oh mein Gott, ey, nervt doch nicht. Nervt doch nicht, Leute. Komm schnell, reite schneller. So, hier müsste das doch sein. Das ist doch eine kleine Insel. Ritualstein. Was ist das hier? Ist es das hier? Ist es, ja. Kleine Drecksau, ey. Dich hole ich mir jetzt. Alter Junge. Okay, okay. So, markiert ist es. Und du bist hier unten. Ja, Junge, dich holen wir uns. Das machen wir jetzt wohl, oder? Das machen wir jetzt wohl noch. Schöner Platz hier. Schöner. Oh, sorry. Keine Absicht, aber ja. Passiert halt, ne? So, die Zaunkönigin holen wir uns jetzt noch. Die holen wir uns auf jeden Fall noch in der Folge. Ja, wie gesagt, ey, ist ja ganz nett, diese kleine Spielerei mit den Mini-Rätseln und so. Mir wird in Valhalla allgemein zu viel rumgerätselt. Wie gesagt, alleine auch mit den Kisten und so weiter. Obwohl es hier ist mir aufgefallen, hier gibt es schön viele Kisten und das finde ich voll geil, die du einfach einsammeln kannst und mitnehmen kannst. Beste Leben einfach. Du siehst eine Kiste und denkst dir, oh nee, kein Bock auf Rätsel. Warum gehst du nicht da hoch? Warum bewegst du dich überhaupt nicht? Sag mal. Hä? Okay. Warum man hier hochgehen kann, aber da. Egal. Müssen wir nicht weiter hinterfragen. Ist halt so. Und das ist halt geil mit den Kissen, ne? Das ist schön entspannt. Muss ja nicht wie im Hauptspiel 90% so sein, sondern vielleicht auch nur 50, weißt du, 50% Rätsel und die anderen, der Rest halt einfach einsammeln. Weil man gerade da ist. Hey, Moment.
Einfach ins Gesicht. Einfach ins Gesicht. So. So wie hier. Guck mal hier, zack. Hier ist eine Truhe und du nimmst sie einfach mit. Gut, das ist natürlich eine einfache Truhe auch. Hey, bist du Gegner? Bist du Feind? Betrunkenen anlocken? Okay. So, wo ist die Alte denn jetzt? Der pisst da gerade hin. Gemeinsam! Gemeinsam? Na, dann komm her. Oh, von der Seite, ihr kleinen Dreckigen, ey. Hohohohoho, yo. Komm her. Okay, den habe ich zwar nicht gewollt, aber... Kommt doch her jetzt. Traut euch doch mal. Oh, Alter, geil, ey. Geil, Gewalt. Gewalt. Nee, war wirklich geil. Ja, was ist er? Wer denn jetzt? Komm her, du dreckige Drecksau. Bam, Junge. Geil. Ja, gefällt mir. Sehr gut. So, können wir jetzt den Tod beschützen? Sag mal. Sag mal, seid ihr doof oder was? Kann ich jetzt den Tod bestätigen? Deine Reden enden hier. Ah, die Vergiftung plante der Fluchstein. Turm versteckt. Ich erzähle das besser Diedra und Kira und gebe ihnen den blutigen Bernstein. Hier brauchen wir doch bestimmt einen Schlüssel, oder? Nee. Beste nehmen, das meine ich. Einfach Kiste sehen, nehmen, abhauen. Ach, ist das entspannt. Ist das schön. Es ist so schön. So wunderbar und schön. Wie du, mein Kind. Ja, das bist du. Natürlich keine Schnellreise, ist ja klar. Keine Schnellreise, deswegen reite ich das schnell noch hin. Dann können wir die Mission auch noch abschließen, oder? Dann haben wir doch eine geile neue Folge für euch parat hier. So, meine Freunde, geben wir noch mal kurz hier Bescheid. Eivor, ich fürchtete schon, dir wäre etwas zugestoßen. Mir nicht, im Gegensatz zum Zaunkönig. Möge das Blut des Zaunkönigs in die lehmige Erde sickern und den Wald mit roter Milch nähren. Gib mir den Splitter für das Heilmittel. Die Säfte des uralten Baumes leben im Bernstein fort. Das Blut weckt sie. Siehe die tiefrote Farbe. Die Heilung wird schmerzen. Die Krieger werden sich winden und um Erlösung durch den Tod flehen. Aber nach einigen Stunden wird alles gut sein, dank sei den Geistern der Erde. Der Zaunkönig hatte eine Nachricht. Eine Nachricht? Die Vergiftung und der Plan, Bahre zu beschuldigen, stammen von jemandem namens Fluchstein. Es gibt ein Häuschen in Turm, wo sich der Fluchstein versteckt. Vielleicht finden wir dort den Ursprung des Giftes. Wenig Hoffnung ist besser als keine. Es ist nicht weit. Gehen wir. Noch nicht. Das Heilmittel ist fertig. Du musst es übergeben, so schnell du kannst. Ich werde nach diesem geheimnisvollen Fluchstein suchen. Bring du das Mittel nach Kaschelbier. Jedem Krieger 3 oder 4 Tropfen, nicht mehr. Ich danke dir, meine Freundin. Auf bald. Eivor, wir treffen uns unter dem Baum südlich von Turm. Der Fluchstein wird dein zweites Kind der Danu sein. Es gibt noch andere. Brächtest du mir all ihre Splitter, könnte ich dir einen Trank mischen, der die Macht der gleißenden Sonne verleiht. Erst erledige ich dieses Kind der Danu, dann denke ich über die anderen und deine gleißende Sonne nach. Bevor du gehst, etwas Düsteres jagt Kira entgegen. Bitte wache über sie. Okidoki, Freunde. Ich würde sagen, das war's denn.
das war's auf jeden Fall mit dieser grandiosen Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal an. Sicherlich, oder? Habt ihr Bock? Und wie gesagt, folgt mir gerne auf Twitch. Auf Social Media natürlich auch gerne. Dann seid ihr vielleicht auch mal dabei. Ja, also, ihr wisst Bescheid. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!